Aldrio und herzlich willkommen zurück zu meinem Mond. So, ich glaube, wir hoffen, wir haben es jetzt hinbekommen. Ja, wir müssen mal hoffen. Ja. Wir haben jetzt hier nur ein Rezept gemacht. Er hat uns also nur das Fresh Water gemacht. Warum er das zweite nicht gemacht hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, es wird hier der Wassereimer umgewandelt in Fresh Water. Wassereimer und Fresh Water werden rausgezogen. Die Wassereimer kommen dann hier unten raus, werden dann hier wieder reingemacht. Die Wassereimer werden dann gewechselt. Das heißt, wir haben immer so 6-7 Eimer im Umlauf. Sollte nicht das Problem sein. So, das Fresh Water wird auch hier rausgezogen, landet dann hier in dieser Kiste und wird dann über diesen Production Table Fresh Water Dings in Salz umgewandelt. Das Salz kommt dann hier rein und das Salz werden wir dann noch per einer Leitung wieder dem System zufügen. War jetzt eine schwierige Geburt. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum er das jetzt hier nicht mit zwei Rezepten macht. Vielleicht wisst ihr es, könnt es mir dann gerne erklären. Ich habe es jetzt nicht hinbekommen. Von daher haben wir jetzt diese Lösung gewählt. Sie funktioniert auf alle Fälle, sprich Wasser wird in Eimer umgefüllt, wird in Frischwasser umgewandelt, kommt dann zu diesem Rezept und daraus wird Salz hergestellt. So, gut. Haben wir das? So, aus irgendeinem Grund habe ich immer noch keinen Hunger, aber ist egal. So, du hast jetzt noch ganz viele Leitungen mit, ne? Mhm. Dann kannst du die andere Leitung ja auch schon mal anschließen, die du vorbereitet hattest. Jawohl. Das kann ich nämlich eben zeigen. Und zwar hat Mosi hier schon eine Leitung hier rüber gelegt von den Barrels draußen, dass das ganze Zeug hier reinkommt. Muss er nur noch hier verbinden. Jetzt haben wir natürlich wesentlich mehr Kram draußen, als wir jetzt hier erstmal haben. Und hier ist noch ein Ausgang. Das heißt, wir werden jetzt viele Items haben, die einfach irgendwo rumschwirren oder in die nicht eingestellten Filter hier reinfließen. Weil die sind geweiht, obwohl die sind alle gewitelistet. Ich habe alle gewitelistet, aber noch nicht. Ja, ja, und von daher sind die nicht eingestellt. Das heißt, hier werden wir ganz viele Items rumfliegen haben. Wobei er dann eventuell auch nur die Items rauszieht, die er in der Whitelist hat. Das ich kann jetzt mal gucken, ob ich den Servo drüben überhaupt eingeschaltet habe. Ja. Wäre natürlich sinnvoll, ne? Weil er dürfte dann rein theoretisch gar nicht alles rausziehen, weil er gar nicht für alles einen Slot hat, wo er es hinpacken kann, beziehungsweise keinen Slot hat, wo alles reinpasst. Dementsprechend dürfte er quasi nur hier das Weizen rausziehen. Und hier Tomaten und Salat. Jawohl, jetzt geht's los. Und hier Äpfel. So, er dürfte eigentlich nur drei Sachen rausziehen. Weizen, Äpfel, Tomaten, Salat. Also vier Sachen. Ja, und die Sojabohnen. Ne? Nee, die Sojabohnen haben wir noch nicht mehr angeschlossen. So, Weizen sehe ich schon mal. Das kommt schon mal an. Stackweise. Er wird jetzt auch erstmal den einen Draw leer machen. So. Deswegen habe ich ganz gern die durchsichtigen Leitungen, weil dann kann man zwischendurch mal überprüfen, ob auch die richtigen Sachen durchfließen. Auch wenn die von der Performance ein bisschen schlechter sind. Holzkohle? Wieso Holzkohle? Wo geht die hin? Ja, Holzkohle hat er ja auch ein Ziel für, aber wieso hast du da vorne Holzkohle? Ja, das frage ich mich ja gerade. So, bis jetzt sehe ich nur Weizen. Der wird zurückkommen, oder? Nee, okay. Für Holzkohle hat er ja einen Abnehmer. Ist nur die Frage, warum du jetzt da Holzkohle siehst. Also ich sehe bis jetzt nur Weizen. Ja, bei mir kam hier gerade Holzkohle in den Presser. Wenn du mal hier unten guckst, in den ersten Presser, liegt Holzkohle drin, ein Stack. Hä? Das hat mich gerade irritiert. Im Presser? Ja. Aber er presst halt nichts. So. Ja, habe ich sie gerade rausgenommen. Wieso kommt denn da Holzkohle rein? Was macht der mit Holzkohle da oben? Haben wir jetzt erstmal einen Filter dahingesetzt. Ja. Noch Sojabohnen hier? Wahrscheinlich nicht, hä? Nee, die haben wir in der Leitung drüben. Oh, hier ist verstopft. Wahrscheinlich, weil er keine Abnehmer mehr hat oben.
Ja, du siehst, der Servo ist extrem rot, das heißt, der ist verstopft, der Servo. Ja, das ist ja hier, weil Charcoal drin ist und hinten, Und Charcoal kommt von er hinten. hat, ja, und er hat hier keinen Platz mehr für mehr Charcoal, deswegen. Ach so. Weil im Moment alle Tables ja voll sind. Beziehungsweise alle Kisten davor. Genau. Aber das gibt So, sich bis bald jetzt, wieder. sag mal, wie viele Millionen Weizen haben wir denn? Ohne Ende. Ja, ich glaube auch. Da kommt schon das erste Toastbrot geflogen. Ja. So, jetzt müssen wir hier noch die Sojabohnen hinkriegen. Achso, hast du jetzt schon damit dran geklemmt. Okay. Genau. So, dann müssten ja hier. Hier musst du aber den Filter dann noch einstellen, bitte. Sonst kommt Oh, keine ja. Sojabohne. Nee, nee. Bin ja schon am Weg. Aber erst einmal schlafen. So, machen wir auch mal Whitelist. Ja, Whitelist leer, jetzt zieht er alles rein. Blacklist. Was zieht er denn jetzt da rein? Salz, ja. Kann Pam natürlich viel anfangen mit Salz. Au. Au. Habe ich denn noch eine Sojabohne? Wieso au au? Ich muss mal Sojabohnen holen. Ich glaube, hier haben wir Sojabohnen. Nee. Sie denn? Hier haben wir Sojabohnen. Ja, ich sag dem Filter eben, dass er nur Sojabohnen Ach so, ziehen okay. soll. Ansonsten, Dann macht ihr das. jo. Weil hier kommt gerade Salz an ohne Ende. So. Eine Sojabohne. So, und jetzt Whitelist. So, und hier das Salz rausholen, bitte. Danke. So, mal gucken, ob er dann auch die Sojabohnen sieht. Ne, ich glaube, der haut jetzt, er versucht jetzt erstmal das Weizen leer zu hauen. Ja, ich glaube auch. So, dann kann man mal Salz reinhauen. Kann ja die 4 Sojabohnen, die ich habe, da schon mal reinhauen. So, aber kommt ja immer noch Weizen ohne Ende. Ja, das immer wird. Oh, da kommen Tomaten. Tomaten, juhu. Mit Weizen gemischt. Ja, Und nicht jetzt schlecht. kommen erstmal 3 Millionen Tomaten. Genau. Ja, ist ein Ist bisschen. wahrscheinlich die Chest voll, hä? Ist ein bisschen blöd, dass. Das kann sein, dass zwischendurch dann noch Weizen kommt, deswegen. Die Weizen-Chest könnte natürlich voll sein. Ja, so ziemlich. Er wird wohl schon erkannt haben, dass das, was jetzt noch in der Leitung ist, die Kiste voll Ich weiß ja macht. nicht, vielleicht, ich überlege gerade, ob wir hier hätten vielleicht anstatt die Chests Drawers bauen sollen. Mit diesen 4 Eingängen, weißt du? Du brauchst mit den 4 Eingängen. Ja, wo du so 4 Fächer hast. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Weil Production wo Table aus du. den Drawers rauszieht. Von daher. Ja, aber wenn dann irgendwann das Ding voll ist. Ja, dann ist er. Ist, Der Table voll ist, nur mit Tomaten. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, da hast du recht. Das könnte ein Problem werden. Ich sag mal, bei den Weizen ist das jetzt nicht so dramatisch. Wobei auch, weil dann kriegt er ja Da relativ können wir schnell aber Kohle. vorbeugen, indem wir die Chests belegen. Das stimmt. Weil. Aber das geht halt erst dann, wenn alles drin Alles ist. da ist, ja. Kannst ja Slots belegen. Ne? Du machst zum Beispiel die unterste Reihe nur Toastbrot. Die obersten nur Tomaten. So, und dann müsste in der Mitte jetzt nur Salat rein. Da fehlt uns jetzt natürlich noch der Salat. So kann man die Kisten natürlich belegen und dann zieht er auch immer nur in die Slots da rein. Ja gut, aber Außer kann sein, dass er die zieht sie einmal Fächer. komplett leer, dann ist natürlich was anderes. Genau. So. Aber da haben wir auch erstmal was zu futtern, wenn der die komplett mal leer gezogen hat. Ja, und Tofu müssen wir auch noch einen Platz reinmachen. Aber Tofu haben wir Das gerade, glaube ich, keinen. Und bis hier die Sojabohnen Tofu. ankommen, das dauert. Ich kann ja nochmal manuell einen Stack Sojabohnen reinlegen. Ist die Kiste überhaupt verknüpft? Ja, müsste, ne? Ist hier das Barrel Sojabohnen voll? Da. Ja. Nee. Eigentlich voll, ja. Ja, doch, Eigentlich alles zwei. passt Ja. voll.
Von daher wird es im Moment dauern. Ja, das wird jetzt am Anfang ein gutes Durcheinander werden, glaube ich. Ja, dann lass es doch erstmal so laufen und dann gucken wir uns das so in der Genau. späteren Folge an. So sieht's aus. So. Das Ganze aussieht dann. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles angeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt Salz hergestellt oder stellen Salz her. Das Salz wird ja in der Dwar zwischengelagert, glaube ich. Falls es da angeschlossen ist an den Dwars, an den Eingang. Nee, ne? Wo hast du das Salz denn angeschlossen? Das Salz geht hier rein. Hier in den Jaw. Aber da Nee, kannst geht du noch nicht in die bauen. Dwar. Weil da ist nur der Ausgang. Das Ja. heißt, das Salz geht direkt ans Rezept. Gut. Auch gut. Das reicht ja. Ja, ist ja okay. Ist ja okay, so. Ansonsten, wenn die Kiste voll ist, dann macht er halt kein Salz mehr. Ja. Oh, ja, hallihallo. Gut, willkommen in der Aufnahme. Wir haben natürlich verpasst, unseren Channel zu wechseln, Ja. aber ist nicht schlimm. Guten Tag. Hey, tut mir leid. Ist der Uluk, der Ach, ist alles auch gut. mal wieder da. Oh, der erste Salat kommt. So. Und die ersten Sojabohnen. Juhu. Und Weizen. Es läuft. Es läuft. Gut. Ja, für dich, Uluk, falls du Mann im Mond nicht geguckt hast, wir sind gerade dabei, eine Futterfabrik zu machen. Ich meine, ich habe es zwar schon ein paar Mal geschaut, aber ich glaube, ich bin noch lange nicht so weit. Also, Ja. ich habe. Ja, also wir haben jetzt Production Tables und wir haben unsere Farmen, die ganzen Sachen werden jetzt herausgenommen, in die Production Tables verteilt und dann wird direkt fertiges Essen draus gecraftet. Okay, oder? Dann schmeiße ich mir einfach mal den Channel weiter. Ich wäre ich nicht weiter. Ja, wir wechseln dann gleich auch, wenn die Aufnahme durch ist. Das ist Okay. kein Problem. So. User left your channel. Gut. Oh. So, jetzt könnt ihr mal sehen, dass bei uns ein bisschen was los ist auf dem TS. Falls ihr auch mal Lust habt, kommt gerne auf den TS von hackgaming.de, also ts-hack-portal.de, glaube ich. EU, oder? Oh ja, dann EU, meinetwegen auch EU. Ja. So, hier wird alles fleißig Burger gemacht hier, Wahnsinn. BLTs, so. Hamburger kann ich schon mal wieder ein paar in Cheeseburger verwandeln, wenn ich Platz hätte. So, jetzt haben wir natürlich zu viele Tomatenslots. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Machen wir noch ein paar Salatslots. Und vor allem brauchen wir ein paar Tofu-Slots. Haben wir Tofu gerade da? Na, das kam zu schnell raus. Tofu. Hier haben wir natürlich nichts, weil es direkt verteilt wird. Naja, egal. Ich lag mal hier ein paar Tomaten dazwischen. Dann kann er die dann notfalls auch nochmal rausziehen. So, Salat kommt, Weizen kommt, Sojabohnen kommen. Wenn auch Sojabohnen etwas kläglich, aber sie kommen. Blueberry, Wobei, hier ist Mandelmehl, voll. aber noch nicht. Gut, dann haben wir unsere ersten Essensrezepte auf alle Fälle fertig. Das ist schon mal super. Das heißt, wir können hier gar nichts rausholen. Wir können hier Burger rausholen in diversen Variationen. Und hier können wir Fruchtsalat rausholen, wenn er dann mal fertig ist. Mit Fruchtsalat, also Äpfel und Kiwi fehlen noch. Die kommen hier noch nicht an. Okay. Gut. Äpfel müssten schon aber oben drin sein in der Kiste. Die kommen ja hinten direkt von der Baumfarm. Mit der Charcoal. Das kann sein. Ja, stimmt. Äpfel sind da. Salz, ist Siehst du Salz hier die? richtig am Table? Ja, Ja. Salz ist richtig. Und die Müssten Kiwi, wir die ist halt noch draußen. Die, bei das dauert Gelegenheit dann. vielleicht noch Butter herstellen mit der Sojamilch? Mal gucken. Ja, wir können noch zigtausend Rezepte machen. Das sind halt jetzt die ersten Sachen. Den Rest können wir dann offline eventuell nochmal machen oder in der nächsten Aufnahme. Haben wir das zumindest schon mal so? Ich wollte hier eigentlich jetzt den Cheeseburger hier. Mag er jetzt eigentlich einen Kaffee zu trinken? Bitte?
Ich sag, vermag er denn jetzt eigentlich einen Kaffee zu trinken? Nee, immer noch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, mal ein paar Kilometer laufen vielleicht. Ja. Lalala. Gehen wir ein paar Schafe schlachten. Genau. Weil das kostet Energie. Bring dich mal ein bisschen an. Meh. Wieder ganz viel Pink hier. Aber warum haben so viel pinke Schafe? Arbeiten da hinten die Maschinen nicht? Oh, vielleicht sind die... Energie haben sie. Ach, die Kiste dahinter ist voll. Die Generatoren sind auch relativ gut gefüllt. Ja, dann kann er gerade keine Wolle mehr abziehen. Dann der Servus, okay, der. Ich guck mal, hier hinten die Servus rot sind. Nö. Also Servostaucher da nicht. Das heißt, wir haben im Moment mehr Wolle als Dings. Das hier jetzt immer. Dann dezimieren wir mal ein bisschen unsere Schäfchen. La 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 la. Huch. Komm her. Ja, ich weiß. Es ist grausam, aber das ist halt natürliche Auslese. Irgendwann werden sie halt mal alt und ich sortiere gerade die alten Schafe aus. So. Das ist alles. Also ich bin jetzt kein Tierquäler oder so. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. So, Entschuldigung. Musste mir mal einen zurecht räuspern. Ja, so viel Wolle ist es auch nicht geworden. Aber ich habe schon gar keinen Platz mehr für Lammfleisch. Schmeißen wir mal hier rein. Schweinefleisch haben wir auch schon mittlerweile ohne Ende. Also das funktioniert auch recht gut. So. Hier im Keller habe ich, glaube ich, noch mal ein bisschen ausgebaut. Nee, habe ich nicht großartig. Aber ich habe schon einen Neubau angefangen. Den habe ich hier hinten schon mal quasi vorbereitet. Hier werden wir nochmal einen Stall hinbauen. Und zwar einen Kuhstall. Dass wir hier vielleicht nochmal Milch machen können. Auch wenn wir Milch mehr als genug haben durch die Sojamilch. Aber ein paar Kühe sind ja auch nicht verkehrt. Vielleicht stelle ich die einfach nur so da rein, damit der Bauernhof ein bisschen kompletter ist. Muss ja keine Funktion haben. Und irgendwie ist hier deine Savage wieder voll. Kann das sein? Nee, hier die Chest ist voll. Ach, die Chest ist voll. Ah, okay. Aber das macht er jetzt. Ich habe jetzt gerade hier nochmal... Läuft den... Ah, die Charcoal ist auch voll. Und ja, die, und hier die Charcoal ist voll, ja. Und ein Servo unten ist rot. Köl. Ja. Wie ab er geht, wie drauf er ist. Ja. So, ich habe da hinten ständig neue Bäume angepflanzt. Hier. Warte. Und irgendwie haut er die mit weg. Ja. Und es ist kein Upgrade drin. Ja, doch, es ist ein Upgrade drin. Im Harvester? Ja, ein Silber, glaube ich. Was? Ich habe da aber keins reingelegt. Ach ne, es ist keins drin. Stimmt. Ist im Planter ein Upgrade drin? Im Blender ist eins drin, ja. Okay. Ja, dann ist er ein bisschen übermotiviert vielleicht, der Harvester. Ist ein bisschen ärgerlich, weil er hier hinten dann die Bäume mithaut. Ist, weiß ich nicht, ob wir dann mal eine Mauer, ob das hilft, wenn wir hier eine Mauer hin... Weil, ich hätte ja ganz gerne, dass man von da aus den Eingang in unsere Mine nicht zwingend sieht. Aber, pum. Wenn er nicht will, dann will er nicht. So. Gut. Gut, ich höre meinen Timer pieksen. Pieksen vor allem. Piepen. Guck nochmal schnell hier rein. Was hier so ankommt. Salat, Tomate. Es kommt kein Toastbrot mehr an.
Weizen ist voll. Toastbrotkiste ist aber leer. Burger macht er ohne Ende. Äpfel. Ja, klappt noch nicht alles ganz so, wie was sein sollte. Vielleicht müssen wir da nochmal optimieren. In der Leitung ist jetzt nur noch Salat und Tomate. Und warum schwirrt da Tomate rum? So, hin und wieder wird mal ein bisschen Charcoal durch die Gegend gejagt. Das funktioniert. Jetzt kommen wieder Salat und Sojabohnen an. Ja, das mit der Kiwi klappt noch nicht so ganz, aber okay. Gut, ich denke, das wird sich irgendwie einspielen hier. Ansonsten kriegen wir das eventuell noch hin. Gut, das war's dann für diese Aufnahme. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Tschüss. Mhm.